Da kommt übrigens kurz davor noch eine Kletterszene. Ja. Ihm wird der Weg abgeschnitten und er klettert. Das baut er dann später auch in Cliffhanger aus. Cliffhanger, ja. So haben wir Hanger, haben wir in Franken gesagt, Cliffhanger. Cliffhanger? Das klingt ja... Rambo, ja. Bei uns sagt man auch im Fränkischen der Rambo, das ist so ein Rambo. Rambo, das ist, ja, das R, ich kann das halt nicht so gut rollen. Rambo ja. Und Cliffhanger. Und bei Rambo klettert er ja den Berg hinab, weil der Weg ihm abgeschlossen ist. Ja. Und bei Cliffhanger klettert er den Berg hinauf und, woran ich mich auch gut erinnern kann, springt in der Wand nach oben. Also er klettert gar nicht mehr in Cliffhanger, sondern er springt nach oben. Ja. Was er in Rambo in der gegengesetzten Richtung macht. Also ich weiß nicht, ob das bewusste Vorgänge sind, wo die Frau zu ihm gesagt hat, Mensch, du bist doch schon mal so schön geklettert, kletter doch mal in die Gegenrichtung. Oder die Mutter gesagt hat, Mensch, du schaust, wenn du traurig schaust, da gehen die Leute ins Kino. Das, da wird die